Meine Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und heute habe ich ein wunderschönes Video. Denn diesmal ist das Video in der Kooperation mit einer Facebook-Gruppe und zwar Animania. Und den Link findet ihr unten zu dieser Gruppe in der Beschreibung. Und an alle, die von der Gruppe aus zuschauen, hallo! Ich glaube, das war Cover! Ja, genau. Und zwar ist in dieser Kooperation es so gewesen, dass Leute aus der Gruppe mir Fotos geschickt haben von ihren Anime-Tattoos. Ja, ich weiß, ich denke genau das gleiche wie ihr. Ich bin auch der Meinung, dass reine Haut reinhaut. Aber auf der anderen Seite sehe ich natürlich auch, dass die ganzen Tattoos ein wunderschönes Kunstwerk sind und es richtig geile Tattoos gibt mit Anime-Covern. Und ich würde sagen, ich habe mir jetzt erstmal die ersten rausgesucht. Und es gibt 5, die ihr bewerten könnt. Und zwar mit den Hashtag 1, 2, 3, 4, 5 könnt ihr das einfach auswählen und dann gibt es beim nächsten Mal den Gewinner. Ich zähle da aus der Facebook-Gruppe die Kommentare als auch auf der YouTube-Seite. Ich bin ja mal gespannt, wie ihr das findet und wir beginnen einfach mal mit dem ersten Tattoo. Und das ist vom guten Benjamin und das sind eigentlich 2 Tattoos, aber es ist ja nur ein Körper, also ich würde das jetzt mal als 1 gelten lassen. Und zwar hat er einen normalen Goku und einen Super Saiyajin Goku und die sehen beide mal künstlerisch so mega geil aus, also da bin ich schon richtig neidisch, es sieht so awesome aus. Was kam für ein Kommentar? Erschrickst du da nicht manchmal auf dem Klo, wenn du den Goku anschaust beim Scheißen? Ja, kann schon mal passieren. Ich glaube ja eher, er hockt auf dem Klo und denkt sich, it's over 9000! Also falls euch von Benjamin das Tattoo gefällt, in die Kommentare einmal Hashtag 1. Das nächste Tattoo ist von Simona und es ist ein Nachterer, was ich wirklich ziemlich nice finde. Vor allem das Foto mit Capri-Sonn und Hund. Ich meine, das ist halt schon als Foto ziemlich cool, finde ich. Das Tattoo ist auch mega nice, aber ich bin der Meinung, wer so ein Tattoo hat, da lief irgendwas falsch in der Evolution. Wir lenken an mit einem Einspieler. Somebody touch my spaghetti. Also wenn euch das Nachterer gefällt, Hashtag Nummer 2. Mit Hashtag Nummer 3 könnt ihr für Rico abstimmen, denn der hat ein richtig nices Black Lagoon Tattoo. Irgendwie geht mir immer die Luft aus. Tattoo. Tattoo. Ich finde, das ist auch richtig cool ausgearbeitet, aber ich kenne jetzt natürlich den Anime nicht, deswegen kann ich nicht so viel Emotion dazu sagen, aber es sieht auf jeden Fall mega nice aus und deswegen könnt ihr gerne auch für ihn stimmen. Und was mir auch richtig, richtig nice gefallen hat, war dieser halb Super Saiyajin Blue und halbe Super Saiyajin Normal von Martin, denn der ist nicht richtig, richtig nice geworden. Also ich finde dieses Cover oder dieses Bild an sich schon geil, geschweige denn natürlich als Tattoo. Auch mega nice. Hashtag 4 für ihn, damit er nicht mehr kriminell sein muss, wie es Tätowierte halt so sind, ne? Und Hashtag 5 für Lena, denn die hat ein richtig nices Pikachu-Tattoo und zwar hier. Also schaut es dir einfach auf dem Foto an. Genau da und das war auch richtig geil gemacht oder ist geil gemacht. Es wird ja auch noch ein Stück bleiben, denke ich, weil es ja ein Tattoo ist. Lena, hast du echt cool gemacht und damit ist das Video eigentlich auch schon zu Ende und ihr könnt nämlich entscheiden, wer hat das beste Tattoo von den 5. Ich bin schon aufs Ergebnis gespannt. Ich bin auch mega gespannt. Wer denn dann gewonnen hat? Also ihr entscheidet, wer gewinnt und deswegen schreibt fleißig Kommentare. Ich bedanke mich nochmal an die Animania-Gruppe, dass ihr die Bilder reingepostet habt. Und wer noch nicht auf Facebook in der Gruppe ist, sollte vielleicht mal reinschauen. Ist eigentlich ganz nice. Und ich werde auch nächsten Monat wieder einen weiteren Post machen, in dem wir wieder neue Tattoos vorstellen. Deswegen unbedingt auch in die Facebook-Gruppe reingehen, falls ihr ein geiles Anime-Tattoo habt, das ihr gerne präsentieren wollt. Ich würde sagen, ich bin soweit raus. Sayonara! Ciao! Das ist die Endcut. Die Endcut. Die Endcut. Get the cap. Oh, jetzt habe ich mich erst gefragt, was das hier sein soll. Aber das ist der Ohrring von Hawk. Du bist ja putzig. Warum steht das Teil eigentlich am Boden? Soll eigentlich oben hängen? Ich sehe schon, eure Zeit ist gut genutzt, wenn ihr die Endcard anschaut.